Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen. Heute haben wir wieder was ganz Besonderes für euch am Start. Ich habe nämlich beim Kanal Phänomenal gesehen, der hat eine Halloween-Pizza getestet. Ich habe mir das Video noch nicht angeguckt, muss ich ehrlich sagen, aber das hat mich auf die Idee gebracht, mir auch mal diese Halloween-Pizza zu holen, zu gönnen. Die wollen wir heute mal probieren. Die gab es nämlich im Lidl. Habe ich gleich Pupsi losgeschickt. Geh mal bitte in Lidl, guck mal, ob es da diese komische Halloween-Monster-Pizza gibt. Was ist da jetzt alles drauf? Ich will euch mal den hässlichen Karton zeigen. Halloween-Monster-Pizza im Steinofen gebacken mit Schlapperkäse. Warum Schlapperkäse? Wie soll der Käse sonst sein? Steinkäse oder wie? Käse ist immer schlapprig. Mit fiesen Würstchen. Oh mein Gott, die sind ja richtig fies. Legt euch nicht mehr den an. Fiese Würstchen. Und mit schwarzem Tomatenmatsch. Das Gute ist, bei meinem Ofen, egal was ich da reinmache, es wird sowieso alles schwarz. Also selbst wenn die Tomatensauce rot gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich danach auch schwarzer Tomatenmatsch. Ansonsten, ja, hat der Adi bestimmt auch Bock. Wir werden jetzt einfach gleich mal warm machen. Hier steht nochmal Stein, ich kann es überhaupt nicht lesen. Steinofen Pizza belegt mit Cheddar, Würstchen nach Frankfurter Art und Tomaten. Genau. Die bocken wir jetzt mal aus. Dann nehmen wir hier ein Händle zur Hand. Ein Fingerle zur Händle zur Hand. Die versteht schon. Hier gibt es noch das gute Genießermenü für den Adi. Adi, hilf mir doch. Guck dir das doch an. Ich krieg den Karton nicht aus. Oh, die sieht nämlich so ganz anders aus. Beziehungsweise sieht es jetzt so aus, als wäre da einfach Kürbis drauf überall. Ist das Kürbis? Soll das auch Tomatenzeug sein? Die schmeißen wir jetzt mal in den Ofen. Ne? Melden uns zurück, wenn die fertig ist. Oh, ich bin behindert. Hilfe, Katzengras. Ja. Und... probieren die natürlich auch mal. Wie gesagt, ich habe das Video noch nicht gesehen von Kanal Phänomenal. Aber ja, ist ja gut. Du kriegst auch ein fieses Würstchen dann. Jetzt habe ich ganz vergessen, euch die zu zeigen, wenn sie ausgepackt ist. Hier also nochmal ein kleiner Zwischenstand. So sieht die also aus, wenn sie ausgepackt ist. Ja, das Gute ist, seitdem ich mit der GoPro Essensvideos filme, muss ich da das Bild nicht mehr bearbeiten. Denn das passt einfach so, wie es ist. Mal locker verstießt. So, und es ist soweit. Die Pizza ist natürlich fertig. Und es gibt nur zwei Stufen bei meinem Ofen. Entweder kalt oder schwarz. Jetzt musste ich mich entscheiden, warte ich wieder, bis die Kohlraben schwarz ist. Oder nehme ich sie so, wie sie ist. Nehme ich nach 5 Sekunden wieder raus. Dann ist sie zwar am Rand schon schön knusprig, aber ist, glaube ich, nicht so mega heiß. Aber das muss leider so gehen. Riecht auf jeden Fall nach alten Schuhkarton. Also das sammelt schon mal Pluspunkte, glaube ich. Und wir nehmen extra mal hier so ein kleines Stück. Ihr seht, das hat einen mega dünnen Boden. Oh, hier beschlägt sogar, glaube ich. Hat es nicht gerade beschlagen? Nochmal ran. Ich dachte gerade, ist die Linse beschlagen. Es hat auf jeden Fall einen mega dünnen Boden. Man könnte denken, das ist Spinat, was da drunter ist. Vielleicht ist es sogar Spinat und gar kein Tomatenzeug. Von wegen schwarzes Tomatengebambel. Wir beißen jetzt auf jeden Fall mal rein hier in die Wurst. Schmeckt interessant. Oder Adi, was sagst du? Vom Boden wirst du nicht viel merken. Warte mal. Hier, ich habe ja gesagt, du kriegst so ein Würstchen. Au! Wo ist das Würstchen? Wo ist das Würstchen? Ist noch heiß, ja? Ne, dann schläg ich es halt auf. Also ich muss sagen, es hat auf jeden Fall einen besonderen Geschmack. Ich könnte jetzt gar nicht sagen, nach was das wirklich schmeckt. Es ist irgendwie sehr kräuterlich und süßlich. Schmeckt trotzdem aber kräftig. Der dünne, knusprige Boden dazu passt auch wunderbar. Würde ich als eine der besseren Pizzen ansehen. Und würde ich auf jeden Fall auch nochmal essen.
Ich denke mittlerweile, dass das kein Kürbis ist. Das sind halt Tomatenstückchen oder so. Vielleicht auch ein bisschen Paprika dabei. Schmeckt aber gut. Ich muss mir jetzt unbedingt das Video von Kanal Phänomenal dazu mal angucken, wie ihm die geschmeckt hat, wie er die fand. Passt auch. Ist genau richtig zum Essen. Ist nicht knüppelheiß, ist nicht kalt. Sieht alles nur ein bisschen matschig aus, ne? Aber Adi freut sich auch. Und weil die Mama gerade da ist, werde ich ihr das jetzt mal rübertragen, damit ihr auch mal ein Stück probieren kann. Und mal gucken, was sie dazu sagt. Wie du kommst. Und dann hier, probier mal. Du meinst da? Nee, das zeigt Du nicht hast auch mal. nichts abgeschnitten, oder Und doch? das ist doch so. Außerdem ist da ja keine Wurst mehr drauf. Du musst ja ein Stück probieren, wo Wurst drauf ist. Beiß rein, ich guck so lange mal nach Mali, ne? Und ärgert den noch ein bisschen. Hast du jetzt Wurst gehabt? Nö. Nee. Musst du Wurst abmachen, Wurst extra essen. Dann kannst du mir gleich sagen, was du davon hältst, weil es sind ja noch zwei Stückchen, noch eins für mich und eins für dich. Und dann geht das genau auf. Ja, also schmecken tut's auf jeden Fall. Essen kann man's. Aber Essen kann man. das Dunkle da, weiß ich jetzt nicht so richtig, was das ist. Also Tomate schmecke ich nicht. Spinat. Ja, könnte es sein, Spinat. Weiß nicht Okay. genau. Schmeckt Aber doch aber sehr ansonsten, doch, kräftig, ja, es gesund, hat einen ist guten kräftig. Geschmack. Kräftig ist Also es. Kann man essen. kräftig, Adi. Die Kraft ist mit dir. Die Würstchen, ich finde, von den Würstchen kriegt man nicht so viel mit, weil eben das ganze grüne Zeug, was da rum ist, Ja, das ist ein den bisschen Hauptanteil scharf. von dem Geschmack macht. Aber Ich finde es trotzdem schmeckt gut. gut, Die ja, würde ich was auf jeden Fall anderes. auch nochmal holen. Habt ihr die auch schon mal probiert? Die Halloween Monster Pizza vom Lidl. Wenn nicht, gönnt euch die mal. Kann ich absolut empfehlen. Werde jetzt hier noch aufessen. Dann müssen wir noch mal raus. Dann muss ich noch Eier brüten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.